Die Klimaerwärmung bringt auch im Gebirge Veränderungen mit sich. Dort, wo die Fichte bisher noch gute Wachstumsbedingungen vorfindet, könnte auch sie in Zukunft an ihre Grenzen stoßen. Der Ruf nach alternativen Baumarten wird immer lauter. Um herauszufinden, welche Baumarten besonders gut in Hochlagen passen, wurden auf einer Fläche des Forstbetriebes Glashütte in der nordöstlichen Steiermark 29 verschiedene Baumarten angepflanzt. Wir haben hier hauptsächlich heimische Baumarten mit geeignetem genetischem Material gepflanzt. Das sind die Birke, die Stieleiche, die Fichte, die Lärche, die Danne, die Weißkiefer, die Schwarzkiefer, die Drehkiefer, die Vogelbeere, die Vogelkirsche, die Rotbuche, die Grauerle und auch einige nicht heimische Baumarten wie die Engelmannfichte, die Douglasie, die Hybridlärche, schwedische Mehlbeere. Die Fichte findet hier an und für sich gute klimatische Wachstumsbedingungen vor. Doch die Nährstoffarmut des Bodens macht es der Verjüngung immer schwieriger. Die Herausforderung besteht darin, bei unvollständigem Wissen über das Ausmaß der Klimaänderung Empfehlungen für die Aufforstung in Hochlagen zu erarbeiten. Das Ziel soll nicht sein, die Fichte hier zur Gänze zu ersetzen. Wir wollen mit diesem Versuch einfach Baumarten finden, die in der Beimischung zur Fichte wirtschaftlich und ökologisch hier angebaut werden können. Prognosen lassen dürrebedingte Ertragsverluste in tieferen Lagen befürchten. Eine nachhaltig produktive Forstwirtschaft in höheren Lagen könnte dies ausgleichen. Experten und Expertinnen schlagen die Etablierung von Mischwäldern vor, um das waldbauliche Risiko zu verringern und den Wald auf Dauer gesund und stabil zu erhalten. Ziel ist, dass die Wälder auch künftig ihre vielfältigen Ökosystemfunktionen nachhaltig erfüllen können.